Servusle, schön, dass ihr reinschaut. Unsere Wochenabschlussfolge in the Forest mit dem Voucher und mit dem Nameless. Viel Liebe, ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende bis hierher. Genießen wir noch ein paar Minuten zusammen, bevor es wieder in die Woche startet, meine Lieben. Wir bringen ganz kurz noch ein Boot weg. Wir haben noch ein bisschen Zeit, es wird gleich dunkel, wir können noch nicht schlafen. Ist genau die Zeit, glaube ich, bis wir das Boot hinten haben. Schauen wir schon mal, ob wir das einigermaßen richtig abgemessen haben oder ob wir noch ein weiteres Boot brauchen. Für den mobilen Steg, den wir benötigen werden, um Holz tatsächlich dann auch auf die Plattform zu bringen. Danach würde ich gerne eine Seilrutsche aufbauen für das Wäldchen zu unserer Linken, damit wir da später einfach die Bäume sprengen können. Seilrutsche direkt an den mobilen Steg und von dort aus dann auf die Plattform. Das ist das Ziel. Jetzt schauen wir aber als erstes mal, ob wir wirklich genug kleine Boote gebastelt haben oder ob wir noch ein weiteres brauchen. Was ich auch die Tage machen möchte, wir haben ja sehr viele Strände hier. Schauen wir mal, ob am einen, eigentlich sind es keine Strände mehr, ein Ufer, ob am Ufer Hasen sind, dann würde ich da auch noch eine Falle hinbauen, dass wir uns die ein oder anderen Hasen schon mal noch holen können. Und parallel bauen wir natürlich hier so ein bisschen schon alles aus, was möglich ist. So, ein Boot müssten wir doch schon drüben haben. Ja, es wird ein bisschen knapp mit dem Licht wahrscheinlich gleich. Wir dürfen uns nicht so arg rumspielen jetzt. Guck mal, da vorne seht ihr schon, links am Strand, da habe ich schon mal angezeichnet. Da werden wir jetzt heute fertig bauen. Da fehlen jetzt nur noch ein paar Seile und Stämme. Dann haben wir die Seilrutsche. Ich bin natürlich tierisch gespannt. Das wird bestimmt super werden. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich da jetzt so hinpaddel, ob das auch hinhaut. Pass mal auf, du musst jetzt schon drehen. Das ist jetzt hier eher so ein LKW-Teil. Es ist nicht ganz, ganz ideal. Bist vorbeigeschraddert, Alterle. Ja, aber ist okay. Ne, wir brauchen wahrscheinlich noch ein Boot, wenn ich das hier so sehe. Wir werden noch ein Boot brauchen, Leute. Jupp, wir brauchen noch ein Boot. Hier kommt jetzt praktisch noch eins dazu. Dann kann man hier bauen. Dann kann man hier durchlaufen. Ja, die müssen wir... das wird eine geile Geschichte. Vor allem das sehr wackelige. Egal, also ein Boot brauchen wir auf jeden Fall noch. Für hier. Und dann gucke ich, dass ich von dem Stein auf den mobilen Steg springe. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Die Boote sind auf jeden Fall schon mal da, wo sie sein sollen. Wir gehen jetzt schlafen. Dann basteln wir uns noch ein Boot. Ne? Und dann machen wir mal die Seilrutsche fertig. Bringen das Boot vor. Und dann wird es schon. Wir können auch ein bisschen sprengen, Leute. Weil da oben sind noch ein paar Kisten mit Dynamit. Auf dem einen Hügel in der Nähe des Hausboots. Da können wir nämlich dann gleich auffüllen wieder. Und die beste Holzgeschichte ist nun mal dieses Wäldchen. Jetzt zu unserer Rechten. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hier durch kann. Wo, im Styx, wir fahren den Styx entlang hier, ne? Danke übrigens auch nochmal für die kleine Geschichtsstunde an der Stelle. So. Oh, jetzt ist es aber stockig dunkel. Na toll, die Grillen pfeifen. Auf die habe ich jetzt gerade einen Riesenbock. Ich hoffe, dass wir schon schlafen können. Wieder ein Stück Arbeit erledigt. Wir haben auch ein paar Futtersachen nachgehängt, dass uns hier jetzt Material ausgeht. Die nächste Runde Fisch besorgen wir dann zusammen. Oben ist so ein kleiner See, da ist auch ein Dorf, da können wir auch Seile holen und so. Machen wir auch einen kleinen Ausflug in die Tage, ne? So, wie weit sind wir jetzt weg vom Schlafen? Ha, super. Bevor die kommen, Penwau, ne? Die machen wir dann lieber tagsüber. So, meine Lieben. Scharenga, Scharenga. Wir essen ein Stück. Was haben wir denn noch Frisches hier? Ein Stück Leguan noch. Ein Schlückchen Wasser. Was können wir denn noch? Wow, kann ich diesen letzten Rest Wasser hier rausschlürfen? Nee. Es müsste dann wieder regnen. So. Das haben wir. Wir wissen ungefähr, was wir wollen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Boot. Wir brauchen noch ein Boot. Wir sind der Chaot. La la li la la. Je, Leute, wie schnell die Wochenenden rum sind. Noch viel schneller als die Zeit überhaupt. Guck mal, das ist jetzt... Ich muss tatsächlich ins Wasser rein. Ah, nee. Nee. Nee, da unten will es nicht hinzeichnen. Guck mal, ein Stückle vor hier noch. So ganz, ganz minimal. So nah wie möglich, dass ich da nicht so rumhüpfen muss gleich. Nee, nee. Da war's. Scharwüppel. Oh Mist, da brauchen wir auch nochmal 4 Seile. Das habe ich gar nicht berechnet. Kann sein, dass wir sogar früher ins Dorf müssen. Wir brauchen 4 Seile hier, 4 habe ich im Gepäck. Drüben brauchen wir, glaube ich, noch 8. Ne, könnte reichen. Wir haben halt keine Stoffe mehr dann. Aber hier sind ja auch Höhlen und alles. Wir können also immer schön alles auffüllen. Hast du gesehen? Manchmal springt er dann ultra hoch. Habt ihr mir Federn mitgebracht? Keine einzigste Feder, du Stück! Egal, weiter geht's. Lululu, sehr schön. Sticks brauchen wir auch. Oh, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, ne? Stick me back. Dü dü dim dim, stick me back. Vielleicht sollte ich mir mal einen Text überlegen. Dü dü dim dim, dann können wir da ein schönes Lied machen. So als Einstieg. Ich habe ja momentan immer so eine komische Hymne hier laufen. Eingangs- und Ausgangs, wer es schon bemerkt hat. Natürlich sehr leise, dass es niemand stört. Noch Eihölzle nämlich. Da habe ich drüben auch einen Baum gefällt, den habe ich hergeschleift. Deswegen haben wir tatsächlich hier noch ein bisschen Holz jetzt. Hab's mir schon gedacht. So, nächstes Boot ist fertig. Das können wir jetzt rüberbringen. 4 Seile. Lass uns die gleich mal basteln. Oh, das wird eng.
Das wird eng, aber wir werden es irgendwie hinkriegen, denke ich mal. Remove. Weiter geht's. Die nächsten Seile. Remove. Vier Stück haben wir immer, gell? Was machst du denn mit dem hier? Komm weg. Kommt weg, Alterle. Ah, was ich im Sword versprochen habe. Ich wollte ja die Schnellwahltasten belegen. Können wir gleich machen. Können wir gleich machen, dass wir auch mal ein bisschen was Sinnvolles zwischendrin hier drin haben. Vier Stück Schnellwahltasten. Da musste ich, glaube ich, hier. Was haben wir denn auf der 1 ist Soda? Das würde ich ja fast lassen auf der 1. 2, Alkohol kann auf jeden Fall weg. Auf die 2 würde ich die Axt machen. Wie geht denn das jetzt? Remove. Muss ich jetzt nicht einfach die 2 drücken? Oder muss ich hier auf die 2 drücken? Kombin. Ah. Auf die 2. So, und jetzt hat es geklappt, oder was? Soda, moderne Axt ist auf der 2, auf der 3 ist Medizin, die 3 liegt direkt über W, das passt ganz gut. Und die Plain Axt ist auf der 4. Also ich habe es bestückt, ich habe nur keine Ahnung, was ich drauflegen soll, Alter, ne? Aber wenn ich jetzt rausgehe aus dem Inventar und die 2 drücke, yeah, und die 1 drücke. Ach, dann trinkt das gleich, das soll er ja nicht machen. Jetzt hast du es leer getrunken, oder? Nee. Oder trinkt er nur, wenn er wirklich auch Durst hat? Oder hast du jetzt Alkohol getrunken? Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich. Ach, ich habe Soda getrunken. Dann haben wir jetzt voll den Kalorienverbrauch schon wieder, oder? Pass mal auf. Pass mal auf. Das ist die To-Do-Liste, die interessiert uns ja immer nicht. Stats. Guck mal. Wir haben 2200 Kalorien reingehauen jetzt, weil ich das mit dem Soda nicht geblickt habe. Aber wir haben schon 130 verbrannt. Gut, nehmen, das ist gut für den Ranzen. Jetzt bringen wir die Boote geschwind weg. Richten wir uns schon mal ein. Wir sollten langsam anfangen, ne? So. Lalali, lalala. Ich freue mich so, es macht so tierisch Spaß gerade, meine Lieben. Nächste Woche Dienstag geht es hier direkt schon wieder weiter. Jetzt gucken wir aber erstmal eins nach dem anderen. Die Plattform muss halt fertig werden, so bald wie möglich, weil dann können wir Türme bauen, Behausung bauen. Wir können auch so kleine Katapulte auf die Plattform setzen. Ein paar haben auch schon geschrieben, sie würden es gerne sehen, die anderen Seen noch zu bebauen. Vielleicht lassen wir uns hier richtig schön Zeit und toben uns mal voll aus. Auf jedem See eine Plattform, schön mit einem Steg verbunden. Überall Katapulte. Warum nicht? Weil Panorama hast du ja von jeder Plattform aus ein wunderschönes. Je näher am Schneegebiet, desto schöner. Schauen wir uns alles mal an, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken, dass die Geschichte hier klappt. Kann natürlich auch schief gehen. Ich habe noch nie einen mobilen Steg gebastelt. Ich fand aber die Idee ganz nett, weil wir brauchen später eh die Boote, um hin und her zu paddeln. Können wir auch an jede Plattform dann ein Boot setzen? Dann haben wir so eine Art Transfergeschichte. Wer weiß, wir schauen, wir lassen uns was einfallen auf jeden Fall. Jetzt müssen wir erstmal die Sache hier aufbauen. So, ich würde ja dann gerne mit dem Einserboot, auf dem ich jetzt gerade praktisch bin, später dann vorne hingehen an den Strand, dass ich gleich draufspringen kann, wenn sie kommen und abhauen kann. Das heißt, dieses Boot muss jetzt das letzte werden. Das hier noch links steht, wird praktisch das mittlere. Ich bin mal gespannt, ob das eine blöde Stelle ist wegen dem Stein da vorne. Und dann bauen wir die Seilrutsche und dann geht es hier sowas von tierisch ab bald. Nehmen das super abmessen. Alterle, dein Augenmaß, mich haut sowas von um. Guck dir das an. Ja, schön aneinander. Perfekt. Kurz weggerudert. Du kommst vorne hin, das heißt, ich muss jetzt erstmal Boot wechseln. Sehr schön. Manchmal klappt auch was, gell? So, hier würde ich da. Genau da habe ich die Seilrutsche nämlich hingebaut. Dann hier reinzirkeln. Nee, einfach mal gegen den Stein, das richtet sich doch aus. Okay, und jetzt die hier einfach schön aneinander. Im Moment ist es natürlich. Hast du gesehen? Ich crouch mal. Wir sind nicht da und es sind auch keine Boote. Scheißen. Da brauche ich ja doch nicht noch mehr Boote, oder? Doch, das eine da hinten, das passt schon soweit. Ja, pass mal auf, wir müssen jetzt überlegen, Leute. Oder ich fahre mit unserem Boot hier hin. Das können wir natürlich auch machen. Das können wir auch machen. Nee, du musst nicht kaputt machen, Nebles. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe gerade einen Denkfehler nämlich, glaube ich, gemacht. Pass mal auf. Wenn wir hier mit dem Boot aufschließen. Komme ich hier vorbei an der Lampe? Ja. Allerdings bewegen sich die halt immer so blöd, ne? Es kann unter Umständen auch nicht ganz so schön werden, was ich hier fabriziere. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Hauptsache, wir haben Spaß, Leute. Ah, guck mal, der Abstand, der wird schon größer. Boah, gerade noch. Dreh das mal rum, dann siehst du es doch besser. Ah, das ist nicht ganz ideal. So, dranecken, genau, zurück, bisschen rüber, rum. Zurück, bisschen rüber und rum. So. Da fehlt ja fast noch ein Boot. Es sei denn, ich nehme dieses hier.
Ich meine, hier komme ich doch jetzt hin, oder? Das war doch schon das letzte Mal, haben wir es doch abgemessen. Wieso geht es jetzt hier nicht? Oh, Alterle. Mal weg. Leute, ich komme hier nicht mehr hin. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Ihr erinnert euch doch auch, dass ich es hier anzeichnen konnte. So viel zu einer mobilen Bootsidee, die nie eine gute war. Scheiße. Scheiße, warum geht es jetzt nicht mehr? Vielleicht muss ich es weiter hier. Jetzt bringe ich gerade alles durcheinander. Ich komme mal ein bisschen so vor wie bei diesem Schiebememory früher. So, stopp. Das ging doch das letzte Mal, Alterle. Ah. Von hier aus kann er schon. Das ist ja super. Da brauchen wir gar nicht so nah hin. Stopp. Ja, von hier aus ist super. Jetzt muss es nur noch ausgeglichen werden hier. Hohoho. Egal, das kriegen wir jetzt hin, Leute. Wir haben doch Zeit, oder? Ihr habt doch Zeit mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Weil ohne Zeit. So, jetzt fahre ich hier so durch. Drehe hier rum. Schwumm, bum, 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 bum. Es wird eine wackelige Geschichte. Es kann auch sein, dass ich es dann doch irgendwie noch anders mache. Jetzt schauen wir uns das halt mal an. Wir haben es ja noch nicht probiert. Man kann immer erst sagen, wie es läuft oder wie was schmeckt, wenn man es probiert hat. So Sprüchle aus meiner Oma ihrer Zeit. Und sie hat ja nicht Unrecht, ne? Wobei manche Sachen, die sie mich probieren lassen wollte, da war ich schon ganz sicher, die will ich gar nicht probieren erst. Die haben da so spezielle Gerichte gehabt früher daheim. Da willst du als Kind natürlich nicht alles probieren. Aber als Erwachsener ist dann schon wieder. Ich will die Gerichte jetzt hier auch gar nicht so nennen. So, Leute, pass auf. Jetzt, Atle. Ich komme praktisch dann hier mit meinen Hölzern. Klacklam. Dann geht's. Okay, das war schon mal nix. Das war schon mal nix. Wir müssen tatsächlich dann hier. Wieso springst denn du hier nicht mehr nebenlässt? Ja, es wird schon gehen. Und da musst du halt hier immer springen, dass die Boote nicht auseinanderrutschen so arg. So. Ging das jetzt gerade von hier aus schon? Nee. Leute, jetzt geht's wieder nimmer. Gerade eben ging's noch. Das habt ihr doch auch. Ah, da ist es. Ob das so eine gute Idee war? Naja, jetzt schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir schon mal hier. Zur Not baue ich tatsächlich noch ein fünftes Boot. Wahrscheinlich sogar, dass ich hier vorne mich nicht so abmühen muss. Jetzt geht's aber erstmal hier weiter. Seile. Wir brauchen noch vier Seile. Die würde ich jetzt gerne hier geschwind bauen. Passt genau. Wir müssen halt ins Dorf die Tage, ne? Also nächste Woche gehen wir mal das Dörfle besuchen. Da holen wir uns dann ein bisschen Stoff, ein paar Ersatzseile, was wir halt so brauchen zum Glücklichsein. Ladadi. Wobei wir sind ja glücklich. Aber noch glücklicher wären wir mit mehr Stoff. Also hier, diesen roten. So, wir brauchen gleich noch 10 Bäume. Wir brauchen gleich noch 10 Bäume. Die können wir uns oben holen. Vielleicht könnte man schon mal eine Dynamitstange zünden. So, hier wird es dann entlang rutschen. Verstehst du? 10 Stück. Ja, komm, wir hauen mal die hier weg, dass wir schon mal einen Anfang haben. Ich weiß jetzt auch nicht, wann die Patrouille hier wieder ums Eck kommt. Werden wir aber auch sehen. Wir müssen sowieso ein bisschen Kalorien verbrauchen. Wir schlagen Holz, Leute. Wir haben nämlich 2200 Kalorien reingerotzt mit Cola. Ist schon der Wahnsinn, ne? Ist schon der Wahnsinn. Wir gucken, wie viel wir heute Verbrauch kriegen. Wäre natürlich toll, den Tag zu beenden. Im Plus. Eigentlich im Minus. So, wo ist denn jetzt das letzte Bäumle hier? 4 Stück haben wir schon mal. Wir nehmen mal die, wo wir den weitesten Laufweg noch haben. Hier am Anfang gleich die da. Dann haben wir schon mal die Seilrutsche. Dann sprengen wir vielleicht oben ausnahmsweise eine Dynamitstange. Lassen das Holz schon mal runterrutschen. Und dann probieren wir uns heute schon mal zusammen am Plattformbau. 4 und du brauchst aber noch einen. Nehmen wir mal den da oben gleich noch. Oder den hier. Bevor die Patrol kommt. Die uns vorhin ja Gott sei Dank in Ruhe gelassen hat. Nehmen, es gibt alles. Hau die Stämme weg. 259 Loks brauchen wir noch insgesamt. Minus 2, wo ich nicht mehr weiß, wo die herkamen. Wisst ihr noch? In der Hauptbase. Bist du jetzt am Arsch schon? Müde? Alles. Ah ne, der ist schon gefällt. Kannst doch mit mir reden nehmen. Das war doch früher schon so. Sag doch was. Der schämt sich halt, wenn ihr hier dabei seid. Sagt er nämlich, ist nämlich nicht viel. Aber sobald ich die Folge ausmache, geht's hier los. Verstehst du? Der redet mit mir. Ist wirklich so. Und dank YouTube kann ich es auch voll ausleben, ne? Jungs, Mädels, wir haben es fertig. So, dann können wir doch jetzt schon die ersten Bäume rutschen lassen. Müsste noch ein Stamm mehr sein, aber. Egal, ich lass mal den jetzt einfach rutschen. Da vorne liegt er. Nee, das ist das Teil hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe es ja noch nicht probiert, ne? So. Uns bleibt auch nicht am Stein hängen, Gott sei Dank. Yeah, yeah. Gott sei Dank haben wir das rausgefunden. Scharmüppel. Jetzt machen wir noch ein bisschen. Komm, zwei fällen wir noch und dann gehen wir uns das mal angucken, wie es unten rauskommt.
Natürlich werde ich die Tage auch mit Dynamit hier im Einsatz sein. Geht einfach schneller, ne? So, dann holzen wir den ihr kleines Wäldchen hier oben nämlich ganz gemütlich und genüsslich ab. Stick me back, di-di-dim-dim, stick me back. Der Baum fällt, ohum, schalalilohum und schalalilalümle. Ein bisschen wackelig ist es noch, das C zu finden hier. Aber es geht. Und stell mal vor, ich hätte das alles mit dem Wagen fahren müssen, ne? Von daher sind wir hier schon wirklich besser aufgehoben. Kann ich es hier schon einhängen? Nee, ne? Ah, hier aber, hier. Yeah! Da kommen die gar nicht mit so schnell, wie wir das Holz hier abarbeiten. Gefällt mal. Gefällt mal. Schawupp. Einen machen wir noch, Leute. Diesen hier, diesen wunderschönen, extravaganten kleinen Baum. Ja, ist doch super. Da können wir den ganzen Wald hier wegmachen. 253, also 251 Loks hat die Plattform, ne? Da sind wir eine Weile beschäftigt. Ich mache natürlich offscreen wieder das ein oder andere. Ich habe nicht ganz so viel Zeit die nächste Woche, aber ich glaube, das kriegen wir schon schön hin. Hier haben wir genug zu tun. Genug Möglichkeiten. Da wird es nicht langweilig werden. So. Bitteschön, nächstes Holz. Nächstes Holz für die Plattform. Nächstes Holz für die Plattform. Jawohl, kurz ausrutschen lassen. Yesle. Da ist noch ein Stamm und einer fehlt noch. Einer fehlt und es ist mein Freund Baumstamm. Das Schöne ist, wir können ja auch runterrutschen. Mal gucken, ob wir am Stein hängen bleiben. So Leute, guckt euch das an. Dieser Teil hat schon mal geklappt, ne? Und? Mach die Füße hoch, Alter, dann bleibst du nicht hängen. Oh, nameless. Nameless. Tut mir leid, also die Rutsche ist nur für Baumstämme. Alter, ausgerechnet, weißt du. Guck mal, genau die Linie erwischt, wo alle Steine liegen. Das ist halt, ja. Oh, die fahren aber weit rein ins Wasser. Da müssen wir dann tatsächlich auf jeden Fall ein fünftes Boot noch basteln. Mit dem wir dann. Wo sind jetzt die ganzen Stämme? Ah, da liegen sie überall rum. Ja, aber das ist schon mal gut. Da fliegen sie sogar rum. So, und wie habe ich mir das jetzt vorgestellt? So. Hüpf. Hüpf. Ist das gut? Guck mal. Guck mal. Ich kann ab hier schon. Ah ja, gut, es ist halt wahrscheinlich jedes Mal so ein bisschen anders. Aber es funktioniert. Jetzt haben wir schon mal zwei Stämme. Jetzt will ich mal wissen, ob das. Ist aber gefährlich hier mit den Stämmen. Super aufgebaut. Da werden wir sehr viel Spaß haben, sogar beim Plattformbaum. Siehst du mal. So, und jetzt kann ich ja, wenn ich hier bin, muss ich natürlich aufs Zeichen achten. Es ist nicht immer da, Leute. Es ist nicht. Da ist es jetzt wieder. Ich kann ja dann zum Beispiel hier ab und zu mal hergehen, einfach um für Ordnung zu sorgen. Den muss ich umdrehen, den Kahn hier. So, den müssen wir einfach nur umdrehen. Dann kann ich nämlich ab und zu, weißt du, so alle drei, vier. Nimm es, lass los, duck dich. Die Bäume waren schon da, wir haben die nicht von euch. Da ist also die Patrouille. Vielleicht finden wir sogar raus, wann die immer da ist. Coole Geschichte. So, siehst du, jetzt kann ich nämlich wieder rüberflutzen hier. Flutzen vor allem, da habe ich ja manchmal Wortkreation drauf. Da bin ich selber überrascht. Ja, aber Leute, das läuft doch, oder? Wir müssen jetzt gleich heimfahren, kurz essen. Wir brauchen auch kein fünftes Boot. Der Nameless macht es hier mit denen. Halt! Nee, das ist das falsche E. Was ich noch nicht raus habe, ist, wo immer genau die Stelle ist, wo ich es bauen darf. Das sucht er sich scheinbar jedes Mal neu raus. Nein, Nameless! Das habe ich geahnt. Und nicht nur ich wahrscheinlich. Lass los. Kurzer Moment. Oh, Alter. Es wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Jo, jetzt ist natürlich das Boot hier voll aus dem Takt. Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wie es heißt. Verstehst du? Genauso wie dieses hier. Komm, beruhig dich, Boot. Was will denn das jetzt da? Guck mal, jetzt ist das Zeichen hier. Kurzer Moment. Ja, aber da pendle ich mich ein, Leute. Ich habe ja 240 Stämme Zeit, mich da einzupendeln. Ja, dass es so krass wird, habe ich nicht gedacht. Ein bisschen holprig. Habe ich mir schon vorgestellt, ne? Jetzt gucken wir mal. Guck mal, da baut sich die Plattform auf. Hier an der Seite. Schön. Freue mich. Das kriegen wir hin. Das ziehe ich so durch. Da kenne ich nichts. Da kennen wir jetzt nichts. Ich hätte einen Steg aufbauen können und hätte den Steg nutzen können und danach abreißen. Das wäre die einfachere Variante gewesen. Aber einfach kann jeder, oder? So, den holen wir uns jetzt hier raus. Ich habe nur noch nicht ganz raus, warum das Zeichen manchmal hier tatsächlich so weit weg ist. Guck mal hier. Wieso ist es so weit weg? Und da steht jetzt. Also das wundert mich so ein bisschen. Komm, hol mal die aus dem Wasser hier raus. Solange es hell ist, frierst du nicht. Komisch. Aber ich schätze mal, das liegt halt einfach mit am Wasser wahrscheinlich, dass es nicht bündig an der Plattform ist, ne? Vielleicht hat da jemand von euch Erfahrung. Oh, da kommen sie gerade. Bleib mal hinter dem Schlamm. Scheiße. Scheiße.
Aber jetzt kann ich doch auch einfach wegfahren. Haha, es geht auch, weißt du? Super. Ein bisschen noch vielleicht. Ja, das ist ja eine coole Geschichte. Man muss es halt ab und zu ausrichten. Auf jeden Fall komme ich damit zurecht. Offscreen. Jetzt kommen sie natürlich, ist klar. Laufen wir aufs letzte Boot rüber. Ah, oh, jetzt haben wir dich entdeckt. Nameless. Nameless, Alterle. Guck dir das an. Jetzt laufen sie weiter, ne? Sind wir außer Sichtweise. Sehr schön. Ja, dann muss man das ab und zu hier ein bisschen gerade ziehen, dann passt es schon. Also Leute, dann sind wir praktisch jetzt hier tatsächlich plattformtechnisch gut aufgerüstet. Wir könnten natürlich das da drüben. Wo brüllt's denn jetzt? Jetzt hat das Hausboot entdeckt, ich wette. Ich sehe ihn nirgends. War das jetzt gerade der Schrei? Oh, da hat einer eine Seilbahn hingebaut. So hat sich's angehört, ne? Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass hier dieses Zeichen so ein bisschen komisch ist. Aber okay, gibt Schlimmeres. So, pass auf, wir richten uns kurz aus, meine Lieben. Dann machen wir noch ein bisschen und dann ist gut für heute. Nee, du musst. Ja, jetzt kannst du gerade hin. Das passt schon mal. Dann kommen wir nämlich hier rüber. Dann ziehen wir es noch ein kleines bisschen vor. Jetzt gucken wir, ob das Zeichen früher kommt. Es ist blöd mit dem Zeichen. Gebe ich zu. Gebe ich zu, meine Lieben. So, kurz bis vor an den Stein. Jawohl, ja. Das ist seltsam. Hier ist es jetzt gar nicht mehr, ne? Das ist ja bescheuert. Ihr wisst, welches Zeichen ich meine, ne? Das Bauzeichen hier. Komisch. Da ist es jetzt. Da war es gerade. Hast du gesehen? So nah. Da war es wieder. Ist das normal? Oder liegt es jetzt daran, dass ich im Wasser baue? Dass das Zeichen zum Bauen, also da, wo ich praktisch die Stämme dann einhaken kann oder verankern kann oder bauen kann, dass das hier so blöd kommt. Hier ist es jetzt nicht mehr, wenn ich näher hingehe. Da war es gerade. Hier. Jetzt ist es hier praktisch, ne? Komisch. Ja, dann nehmen wir es halt hier. Machen wir langsam. Ja, jetzt ist klar. Jetzt kommen sie natürlich. Während ich hier gerade aufbaue. Ich überlege noch ein Boot zu basteln. Ist jetzt natürlich gerade fraglich, ob das Sinn macht so, weil ich brauche jetzt gerade echt einen Haufen Zeit hier zum Justieren, ne? Gott, ist das eine verbuggte Stelle hier. Was ist denn da los? So, nehmen das. Das musst du schaffen. Dann haben wir wieder eins. Yo. 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 Und yo. Und hier war es gerade eben da an der Seite. Jeder hat es gesehen, außer wir. Okay, ich werde es trotzdem durchziehen. Ich werde mir da irgendwie überlegen, wie. Das weiß ich noch nicht. Aber guck mal, jetzt ist es wieder weg. Gerade eben war es noch da. So ist es natürlich schade, wenn man eine Idee hat und die geht dann irgendwie nicht auf. Hier ist das E Paddel. Jetzt ist es wieder, jetzt geht's wieder nicht, ne? Also Leute, da fuchtel ich mal noch ein bisschen offscreen rum. Vielleicht finde ich tatsächlich raus, an was es liegt. Dass es mal da ist und mal nicht. Ich denke mal aber einfach mal an, dass es wieder so eine Geschichte ist, die halt. Da war es gerade, ne? Ich wollte gerade das Boot so ein bisschen vorschieben. Jetzt fliegen wir gleich ins Wasser und dann liegen die Stämme drin und dann hat sich das. Nö. Schade. Die Idee, vielleicht baue ich doch noch einen Steg, Leute, weil jetzt im Moment ärgert es mich gerade ganz arg. Also ich bin natürlich noch entspannt und so. Jetzt nicht mehr. Also, wir machen einen Schluss an dieser Stelle. Ne, wir fahren jetzt heim, essen, trinken. Der verhungert man nämlich gleich, der Bub. So kann aus einer Idee natürlich dann auch Frust werden, das ist klar. Wir fahren kurz heim. Ich gehe nachher nochmal offscreen eine Runde hin. Toll, oder? Seht ihr, wer da hinten gerade ankommt? In der Entfernung. Wir paddeln mal kurz in die Nähe. Wir haben also auch schon den ersten Fetten hier in der Nähe. Seht ihr ihn am Horizont? Kleiner Amsi hier. Es war fast klar. Aber den schießen wir die Tage mal weg. Machen wir uns ein paar Pfeile. Ein paar kleine sind auch bei ihm. Schauen wir uns dann an. Also hier, Leute, da bin ich noch nicht ganz zufrieden damit, ist klar. Aber das konnte ich ja nicht ahnen. Die Idee war super, finde ich. Bis auf das Zeichen halt hier, dieses Bauzeichen, das taucht halt tatsächlich erst auf, wenn es Bock hat. Was natürlich nicht viel bringt. Jetzt lasse ich mal die Stämme hier liegen, paddel kurz rüber. Und dann machen wir mit der nächsten Runde einfach hier weiter. Bis dahin werde ich wahrscheinlich
Oder wir machen es anders. Wir gehen zusammen in die Stadt hoch, besorgen immer Futter, bauen Hasenkäfig auf und ich versuche einfach offscreen das Ding hier nochmal mit dem Boden. Und wenn es nicht klappt, bastle ich halt doch einen Steg hin, bis es aufgebaut ist und reißen wieder ab. Schade, aber ich wollte es probieren. So gesehen bin ich schon wieder entspannt. Passt alles. Bis auf der Armsee, den machen wir die Tage gleich mal weg. Besorge ich uns ein paar Brandpfeile, dann positionieren wir uns schön hier mit dem kleinen Bootle. Und dann machen wir da schon mal sauber, dass der uns nicht in den Rücken fällt. Schade, Mensch. Nicht ganz so, wie ich es gedacht habe. Tut mir leid, Leute. Ich habe es mir smarter vorgestellt, hier diese Idee. Habt ihr Federn? Federn sind da. Können wir eigentlich schon Pfeile basteln? Denkt doch mal, oder? Ja, guck mal. Sehr schön. Und ein bisschen Alkohol drauf und ein bisschen Harz. Ne, nicht Harz. Stoff war's. Ja, dann machen wir das so. Dann machen wir den Armsi weg. Dann gehen wir zusammen in die Stadt hoch. Sollten wir auf jeden Fall. Warte mal geschwind. Flumm. Alkohol gibt es da auch. Die verbauen teilweise an ihren Fidschis. Verbauen die teilweise Alkohol, die Jungs und die Mädels. Ja, das passt doch. Oh, Essen, siehst du? Ich höre schon wieder, wie die Ersten sagen, Voucher, da blinkt's doch. So, Nameless ist gestärkt. Ich würde jetzt fast sagen, ich mache da echt nochmal einen Versuch. Entweder das klappt oder es klappt nicht. Wir kriegen die Plattform aufgebaut, Leute. Wenn nicht, kruschel ich mich halt offscreen durch. Hauptsache, wir haben es hier entspannt. So, schön, dass ihr dabei wart. Kommt mir gut durch die nächste Woche, beziehungsweise erstmal in die neue Woche, Leute. Genießt den Abend noch. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut. Bis dann.